Die erste Stadtratssitzung mit Livestream ist vorbei. Was haben Sie für Konsequenzen daraus gezogen? Wir werden den Livestream weiter anbieten und insbesondere jetzt auch auf die Fachausschüsse des Stadtrates ausweiten, damit die Ingolstädter Bürgerinnen und Bürger auch an den einzelnen Fachausschüssen teilnehmen können und eben die Argumente der einzelnen Stadträte anhören können. Werden Sie den Livestream nachbearbeiten oder wird es beim Livestream verbleiben? Nein, der große Wunsch aller Stadträte ist es ja, den Livestream unbearbeitet den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Und wir nutzen dafür natürlich verschiedene Kommunikationswege, insbesondere die Medienkanäle, wie zum Beispiel die Seite vom Blickpunkt Wochenende im Internet und andere Informationsseiten. Wichtig ist mir, dass wir bislang im Durchschnitt etwa 117 Zuhörer hatten und dass der durchschnittliche Zuhörer 16 Minuten zugehört hat. In der Gesamtsumme hatten wir Zugriffe bei der letzten Stadtratssitzung von 441 IP-Adressen. Das heißt also, wir sind hier im vergleichbaren Maßstab mit anderen Städten wie München, Regensburg, Augsburg oder Erlangen. Denken Sie daran, vielleicht über kurz oder lang doch nochmal Video zu testen oder ist das vorerst vom Tisch? Nun, der Stadtratsbeschluss bezieht sich ja auch auf einen Video-Livestream, aber für den Video-Livestream müssen uns sämtliche Zustimmungen hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte vorliegen. Und wir haben ja eine Partei, eine Fraktion im Ingolstädter Stadtrat, die hier nicht zugestimmt hat. Damit ist natürlich ein Video-Livestream nicht möglich, weil bei einem Video-Livestream wären diese Personen ja immer wieder im Bild. Damit ist es nicht möglich, einen Video-Livestream anzubieten, und beim Audio-Livestream blenden wir dann aktiv die entsprechenden Stadträte aus, die eben selber nicht zugestimmt haben.